zusammen. Euer Vorstellteam der Gruppe ist heute wieder für euch da. Heute wird gebaut bei uns. Wir konstruieren, wir werden zu Ingenieuren und machen solche Wurfmaschinen oder auch Katapulte genannt. Katapulte kann man aus den verschiedensten Sachen bauen. Wir zeigen euch heute einfach einmal als Inspiration, was sich bei uns seit Jahren bewährt hat. Ihr könnt aber auch ganz andere Sachen nehmen. Ihr braucht auch nicht alles zu nehmen, was wir hier vorschlagen. Was ich sehr gerne verwende, sind alte Bausteine. Dann könnt ihr solche Holzstäbe nehmen, ob dick oder dünn, ist völlig egal. Gummibänder werdet ihr auf jeden Fall brauchen. Dann ein paar Holzlöffel könnt ihr benutzen, einen alten Kochlöffel, Holzlatten. Klebeband ist ganz praktisch, ihr könnt auch Heißkleber verwenden. Allerdings dürft ihr ihn nicht den Kindern in die Hand geben, es ist zu gefährlich. Bitte benutzt ihn nur selber und lasst euch zeigen, wo ihr kleben sollt. Dann könnt ihr Flaschendeckeln benutzen, Papierrollen, Korken, Wäscheklammern, alte Stifte. Und als Munition verwende ich gerne solche Puschebälle, die tun nicht weh, wenn man mal einen abbekommt. Ihr könnt natürlich auch Papierkugeln nehmen oder irgendwas anderes Weiches. Bitte benutzt nichts Hartes, also keine Steine, keine Murmeln, sonst kann das auch mal ins Auge gehen. Mit diesen weichen Sachen passiert nichts. Seht das Ganze als Inspiration, ihr findet bestimmt irgendwas, was gut funktioniert. Ein Katapult zu bauen ist im wahrsten Sinne des Wortes kinderleicht. Ihr müsst nur einmal verstanden haben, was für Teile ihr unbedingt dabei braucht. Wie ihr das Ganze dann umsetzt, das könnt ihr dann kreativ gucken. Ihr braucht auf jeden Fall eine Basis, ganz wichtig, auf der das ganze Katapult aufbaut. Dann braucht ihr einen beweglichen Hebel. Und ihr braucht einen Abstandhalter, der zwischen der Basis und dem Hebel angebracht ist. Dann braucht ihr natürlich noch Verbindungsmaterial, da sind wirklich Gummibänder am besten geeignet. Und eventuell noch so ein Körbchen, wo ihr dann später eure Kugeln reinlegen könnt. Wir bauen jetzt mal zusammen eins, dann werdet ihr sehen, ist ganz einfach. Ich zeige euch jetzt mal, wie man nur aus diesen Holzstäbchen ein klasse Katapult bauen kann. Dafür nehmen wir als Basis ein Holzstäbchen, eins von den großen, und als Hebel ebenfalls ein großes Holzstäbchen. So, die beiden habe ich jetzt übereinander und muss sie erstmal verbinden. Zum Verbinden nehme ich ein Gummiband. So, das könnt ihr einfach rumwickeln, einfach nehmen und rumwickeln. Das können lustigerweise Kinder mit langen Haaren oft besser als Kinder mit kurzen Haaren, da es genau die Bewegung ist, mit der man auch einen Zopfgummi festmacht in den Haaren. Also, Hebel und Basis sind verbunden. Ihr seht, der Abstandhalter muss noch her. Dafür nehmen wir die kurzen Holzstäbchen. Nicht kurz, sondern die dünnen Holzstäbchen. Die verbinde ich jetzt auch. Einfach wieder mit einem Gummiband, damit sie mir nicht auseinanderrutschen. Wieder das gleiche, einfach rumwickeln. Ich mache es jetzt mal an beiden Seiten, damit es auch wirklich gut hält. Und jetzt werden die dazwischen geschoben. So, im Prinzip ist das Katapult jetzt schon fertig. Jetzt könnt ihr schon mal überlegen, was könnte man noch verbessern. Weil wenn ich jetzt versuche, damit zu schießen, merkt man ganz schnell, dass dieser Abstandhalter leicht verrutscht. Also, erster Verbesserungsvorschlag, den auch noch festmachen mit einem Gummiband. Ja, das ist das Spannendste dabei, dass man immer noch irgendwas verbessern kann. Und das muss man selber einfach mal ausknobeln, wie das geht. Und das macht Kindern ganz besonders viel Spaß, weil es eine echte Herausforderung ist. So, ich mache das jetzt hier auch irgendwie mit dem Gummiband fest. Geht nur darum, dass es wirklich hält. Keine bestimmte Technik oder irgendwas, einfach halten muss es. So, jetzt ist das schon mal fest. Und kann mir nicht mehr wegrutschen. Sehe ich, das nächste Problem ist, dass ich mein Bällchen irgendwie festhalten muss, wenn ich das abschießen will. Das ist unpraktisch. Deswegen baue ich jetzt noch so ein Körbchen da oben ran. Ich mache es jetzt mit dem Heißkleber fest. Die Kinder können euch dann einfach zeigen, wo der Kleber hin soll. Und ihr klebt es dann für die Kinder. So, ich mache jetzt einfach so ein, zwei Tröpfchen Heißkleber drauf. Einmal drauf gedrückt, kurz abkühlen lassen. Und schon ist euer Katapult endlich fertig. Jetzt machen wir einfach mal einen Probeschuss. Ich halte hier vorne fest, hier hinten ziehe ich es nach unten. Und Achtung, hat auch schon ganz gut funktioniert. Ich zeige euch jetzt nochmal kurz einzelne Wurfmaschinen, damit ihr seht, was man noch anders machen kann. Und ich würde sagen, danach probieren wir sie noch aus. Hier nochmal unser Modell vom Anfang mit der Bausteinbasis und dem Stift in der Mitte. Ihr seht, hier haben wir unseren Deckel nicht festgeklebt, sondern mit Klebeband umwickelt. Das sieht nicht ganz so toll aus, funktioniert aber eigentlich genauso gut. Und wichtig ist auch immer, dass der Hebel hinten ein bisschen übersteht, dann könnt ihr es leichter bedienen. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie das Ganze mit dem Holzlöffel aussehen würde. Dann würde man sich den Schritt ersparen, dass man einen Deckel aufkleben muss. Ja, ihr seht, es bleibt auch drauf liegen, nicht ganz so gut, aber es funktioniert auch. Muss man ein bisschen mit festhalten und schießt auch super. Auch dieses Katapult hier könnt ihr nochmal schnell umbauen zu einer anderen Variante. Dann mache ich einfach mal den Abstandhalter weg. Und setzt mal einen Korken dafür ein. Könnt ihr mal gucken, wie das funktioniert. Ihr seht, das ist schon ziemlich steil. Ich halte jetzt mal den Korken fest. Den müsste man dann natürlich noch fixieren. Und Achtung, Probeschuss. Auch nicht schlecht.
Und jetzt nochmal ein Highlight. Also hier ist ein Katapult, das besonders gut schießt, finde ich. Eigentlich ist die Wäscheklammer an sich schon das Katapult, weil man hier unten schon die Basis hat und hier den beweglichen Hebel. Und man hat hier halt die Feder, die ordentlich Power gibt. Wir haben einfach einen Deckel oben drauf geklebt und dem Ganzen nochmal eine bessere Basis gegeben, damit man es auch wirklich gut halten kann. Und Achtung, das geht richtig ab. Ich habe Verstärkung bekommen. Jetzt kommt die Challenge. Wir wollen mindestens 1,5 Meter schaffen, weil natürlich wollen wir auch gucken, wer es weiter schafft. Wäscheklammer gegen unser Stäbchenkatapult. Achtung, fertig, los! Gewonnen. Und jetzt seid ihr dran. Viel Spaß! Ach, und übrigens, kennt ihr schon den neuen Kanal der Gruppe? Mache mit, Natur verstehen, Natur schützen, mit vielen spannenden Naturvideos und Projekten zum Nachmachen. Schaut doch mal vorbei, wir freuen uns auf euch.